Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück zu The Bus Driver. Heute geht's endlich weiter mit den nächsten drei Linien, die wir bei Stufe 1 haben. Das letzte Mal sind wir schon etwas im Schnee und Eis gefahren. Könnte bestimmt noch spannend werden. Oder auch nicht, je nachdem. Jetzt fahren wir offensichtlich bei Regen, sieht's aus. Linie 26, Blitz und Donner. Wegen der starken Regenfälle sind weder die Baustelle noch das Sportstadium, die entlang der Route von Linie 26 liegen, zu sehen. Was für ein Mistwetter. Können Sie sich den perfekten Meilenbonus sichern? Fahren Sie vorsichtig. Bauen Sie keinen Unfall, legen Sie keine Vollbremsung ein und nutzen Sie Ihre Blinker. Werden wir machen. Fahrgäste sind Kunden. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir haben im Gesamten 4 Haltestellen, glaube ich. Genau, 4 Haltestellen. Grove Park, Totteridge, Tooting and Terminal South. Was Strafe? Ich habe geblinkt. Ich schätze mal, hier darf man nicht rechts abbiegen, obwohl es eigentlich in Amerika spielt. Jo, hat niemand gesehen. Alles gut. Ja. Ist wirklich etwas ein Scheißwetter. Bitte nicht ändern, Ampel. Bitte nicht. Oh, shit. Ja, sorry. Die Ampel war noch grün. Jetzt war sie plötzlich rot. Am Ende der Kreuzung müssen wir rechts abbiegen. Komm schon. Bis der mal die Kurve kriegt. Weiter geht's. Nächster Halt, Tooting. Mal volle Punktzahl. Nächster Halt, Terminal South. Eine Meile unfallfrei. Jetzt rasen wir hier aber schon etwas den Berg hinunter. Shit. Genau das passiert, wenn man hier zu rasen anfängt. Und das Ganze mit Tastatursteuerung. Schwierig, schwierig.
Und da wären wir auch schon an der Endhaltestelle. Punktzahl sieht nicht gerade gut aus. Beförderte Fahrgäste 26, Bonuspünktlichkeit 55%. Wie soll man hier bitte fahren? Bonusfahren 14, Strafe 4. Gar nicht gut. Naja. Okay. Ist dann wohl so. Vista Glacier Resort Hotel. Ein ausländisches Olympia-Abfahrtsski-Team ist zum Training in der Stadt. Bringen Sie sie vom Airport zum Vista Glacier Resort Hotel. Die meiste Zeit werden Sie über schneebedeckte Straßen fahren. Geben Sie also Acht und kommen Sie nicht ins Rutschen. Fahren Sie langsam und vorsichtig. Mal schauen, wie rutschig es wirklich ist. Buspünktlichkeit gleich Fahrgäste zufrieden. Ja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das so etwas ausmacht. Diesmal mit einem großen Reisekarren unterwegs. Wir haben jetzt schon Verspätung, obwohl ich noch nicht mal richtig angefahren habe, aber okay. Das Miese ist ja, man kann die Kamera nicht wirklich ändern. Holy smokes! Knappes Ding. Knappes Ding, aber wir haben es geschafft. Go, 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 go! Die Ampel wird doch gleich wieder gelb. Ich hab's gesagt. Da wäre ich jetzt richtig drüber gebrettet, wenn ich nicht gebremst hätte. Ab geht's auf den Highway Richtung Glacier Resort Hotel. Vista Glacier. Sorry. Ich glaube nicht mal hier werden wir pünktlich ankommen. Nee, niemals. 40 Sekunden noch. Und dann sind wir schon zu spät. Eine perfekte Meile. Das wird knapp. Wahrscheinlich so um 10 Sekunden. Oder auch 20. 20 Sekunden würde ich sagen. Der Bus hat aber auch wirklich keine Power. Langsam bremsen, bremsen, bremsen. Fast eine Vollbremsung hingelegt. Vista Glacier. Beförderte Fahrgäste 15. Bonuspünktlichkeit 71%. Bonusfahren 9. Strafefahren 0. Sieht doch ganz gut aus. Eigentlich schon krass, was aus solchen Spielen hier geworden ist. Das beste Beispiel ist eigentlich, was die Simulation angeht, der OMSI-Bus-Simulator. Linie 83, Sunshine.
Eine Busfahrt in einen sauberen, ruhigen Vorort an einem klaren Tag wie diesem kann ein wahres Vergnügen sein. Nur wenige Haltestellen, nette Fahrgäste, tolles Wetter und wenig Verkehr – der Traum aller Busfahrer. Fahren Sie nicht zu schnell und halten Sie sich an die Verkehrsregeln, so fahren Sie sicher. Werden wir sehen. Sie sind nicht allein auf der Straße, nehmen Sie Rücksicht. Wird gemacht, Chef. Solange wir keine Fahrgäste haben, können wir eine Vollbremsung hinlegen. Da spielt's noch keine Rolle. Jetzt waren wir pünktlich auf die Minute. Sekunde. Okay, die warten, sehr freundlich. Gleich mal wieder auf die rechte Spur zurück. 20 Sekunden. Das ist ein Stress hier. Schön das Bremsometer im Auge behalten. 3 Sekunden zu spät. Trotzdem ganz okay. Diesmal sollten wir hoffentlich wirklich etwas pünktlicher sein als sonst immer. Fast einen Unfall gebaut. Man muss hier halt schon echt wirklich rasen, um ans Ziel zu kommen. Wenn ich sie, es gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Oder ich wüsste nicht, wie schnell man hier fahren darf. Und das wird auch nicht gesagt. 18 Sekunden. Langsamer. Alter Schwede. 2 Sekunden, 1 Sekunde und zu spät. Hier geht es wirklich um Perfektion, würde ich sagen. Ich glaube, kein einziges Level könnte man hier auf 100% wirklich schaffen. Also was die Pünktlichkeit angeht. Nächster Halt, Thornton. Sekunden. Vor allem ist die Steuerung so doof irgendwie, dass man schnell mal auf die andere Fahrbahn geraten kann. Und wenn man da nicht blinkt, hat man ein Problem. Ein fucking Problem. Fast in die Laterne und in die Haltestelle gefahren und fast eine Notbremsung hingelegt. Die noch gerade gut. Ja nee, come on. Jetzt muss die Ampel rot werden. Really? Nicht rückwärts. Voraus.
Oh shit. Musste man da blinken? Keine Ahnung. Schon 12 Sekunden Verspätung. Wie soll man das bitte schaffen mit 100% Pünktlichkeit? Barking Side. Die Leute steigen einfach zu langsam ein. Das ist das Problem. Danke fürs Warten. Nächster Halt. Evil Central. Oder wie man dem auch immer sagen möchte. Sekunden Verspätung, Alter. Das ist ja schlimm. Und jetzt geht es noch 30 Sekunden, bis sie ausgestiegen sind. Oder auch nicht? Nee. Ich check das nicht mit der Zeit. Egal, Aufgabe erfüllt. Beförderte Fahrgäste 45. Bonuspünktlichkeit 68%. Bonusfahren 25 und 0 Strafen. Hört sich gut an. Ehrlich gesagt, lege ich mehr Wert auf die Strafen als auf die Pünktlichkeit. Ja gut, das war Stufe 1. Ging ja recht fix. Irgendwie so eine halbe Stunde etwa. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei der Stufe 2. Hier einen kurzen Teaser, was uns erwartet. Joa. Sieht interessant aus. Notbogen. Old Town Bells School. Guten Morgen. South Shuttle. Abend im Sunshine. Und Blaumann Tour. Gut, damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei The Bus Driver. Bis dann. Ciao.